Der Bundesjägertag 2014 hier in Berlin unter dem Motto Jagd zwischen Tradition und Moderne sollte einen Aufbruch vermitteln. Einen Aufbruch insbesondere im medialen und im inhaltlichen Bereich. Wir haben deutlich gemacht heute Morgen, wo die Schwerpunkte sind, zum Beispiel in der Eigentumsfrage des Jagdrechts, zum Beispiel in dem Anspruch, Naturschutzverband zu sein, aber auch mit dem Anspruch, dieses über die elektronischen Medien noch stärker zu vermitteln und damit Kampagnenfähigkeit unter Beweis zu stellen. Und wir haben am Nachmittag eine Diskussion geführt, in der wir von neutralen Beobachtern, aber auch von Insidern eine Diskussion zu dem Thema Moderne und Tradition hatten, in die die Mitglieder einbezogen wurden. Und das ist der Kommunikationsprozess, in dem wir neue Themen erarbeiten wollen und laufende Themen vertiefen wollen. Die Schwerpunkte im Augenblick sind die Auseinandersetzungen bei den neuen Jagdgesetzen. Wir stellen fest, dass es verfassungsrechtliche Probleme geben wird, die wir aufgreifen wollen, um die Jagd in ihrem Grundbestand zu erhalten. Und ich glaube, da sind die Signale sehr deutlich herausgegangen an unsere Delegierten, mit ihnen diskutiert und werden jetzt nach außen getragen in die Mitte der Gesellschaft. Unsere Jägerinnen und Jäger an der Basis sollen sich jetzt den Jahresbericht herunterladen. Sie wissen dann, wo wir unsere Schwerpunkte setzen. Und dann können Sie sich dazu äußern. Da sind alle Themen drin. Und dann können Sie auch sehen, wie Sie medial teilhaben können, indem Sie Ihre E-Mail-Adressen einspeisen, indem Sie sich auf Facebook mit uns vernetzen, die neuen Medien zu nutzen, um faktenorientiert diskutieren zu können. Und das auch übers elektronische Netz, übers Internet, über Facebook, über Twitter zu verbreiten. Und damit können Sie faktenorientiert noch stärker unsere Schwerpunktthemen in die Bevölkerung tragen. Das ist der neue mediale Weg, den wir auch gemeinsam gehen, um in der Gesellschaft noch mehr Akzeptanz für unsere Themen zu erreichen. Und das alles machen wir für Wild, Jagd und Natur.